Weißt du, warum du hier bist? Der Richter will natürlich wissen, wieso du dich so verhalten hast. Und ich soll eine Stellungnahme abgeben. Wieso? Das geht sie nichts an. Alles gut, Liebling? Ja. Mein Gott, was hast du ihm angetan? Mama, Alex ist gekentert, sonst nichts. Du brauchst jetzt ein schönes, heißes Bad. Na los! Macht ihr das mit allen, die mit ihrem Boot kentern? Ich fahr zum ersten Mal. Entspann dich, werde ich nie gegen die Bewegung. Leg dich quasi rein. Es gefällt mir, euch beide zu sehen. Hallo, mein Hübscher. Wir beide haben tausende von Ausflügen vor uns. Wir kennen uns seit heute früh. Wieso Zeit verliehen? Wir sind alle sterblich. Genau in diesem Augenblick gab es nichts auf der Welt, das ich mir hätte abschlagen können. Ich wollte ständig mit ihm zusammen sein. Jede Sekunde. Wenn ich dann bei ihm war, reichte mir das auch nicht. Wir könnten Kate doch mal mit aufs Boot nehmen. Oh, das wäre schön. Dabei ist Alexei eigentlich ein netter Junge. Wir würden ihm gern helfen. Er ist unser Sohn und wir lieben ihn. Um dich geht es aber vor allem. Was um du langweilst mich, du! Was ist passiert? Verschwinde oder ich rufe die Polizei. Jetzt verschwinde! Für dich ist nicht wichtig, was wir gemeinsam machen. Du willst mich. Aber so läuft das nicht, Alex. Ich kann dem Richter nichts nahelegen, solange ich nicht verstehe, was passiert ist.